Wie verdient man 200 Millionen Euro in 6 Monaten? Das konnte NEOS im Hypo-Alpe-Adria-Untersuchungsausschuss diese Woche aufdecken. Es geht um den Berlin-Deal. Wir hatten Thilo Berlin im Untersuchungsausschuss, der gemeinsam mit Investoren binnen kürzester Zeit sehr viel Geld verdient hat, indem er in den Jahren 2006, 2007 25% an der Hypo Alpe Adria erworben hat. Wie hat dieser Deal ausgeschaut? Investiert über 3 Tranchen und richtig spannend wird es bei der 3. Tranche. Warum? Diese 3. Tranche war erstens ohne Risiko. 0% Risiko. Warum? Weil im Juni 2007 schon längst bekannt war, dass die Bayern einsteigen werden und diese Anteile binnen kürzester Zeit wieder zum höheren Preis weiterverkauft werden können. Das Ganze nicht mal mit eigenem Kapital, sondern mit Fremdkapital, finanziert von der Bayerischen Landesbank selbst. Dann stellt sich die Frage, wer sind diese Nutznießer, die ohne Risiko und mit fremdem Geld Millionen verdienen können? Ja, und die Erkenntnis aus dem Untersuchungsausschuss: der Dealmaker himself, Thilo Berlin, war einer der Begünstigten, die in der 3. Tranche einen Millionenbetrag reingesteckt haben und binnen kürzester Zeit sehr viel Geld verdient haben. Geschenke eigentlich, denn ohne Risiko und ohne eigenes Geld, das ist in Wahrheit ein Geschenk. Nur wissen wir alle, dass es in der Wirtschaft keine Geschenke gibt. Der fragt sich natürlich, wer waren die 17 anderen und warum hat man ihnen diese Geschenke gemacht? Ja, wir werden weitergraben. Wir sind der Wahrheit ein Stück näher gekommen. Ich melde mich in Kürze wieder mit den nächsten Neuigkeiten aus dem Hypo-Ausschuss. Bis dann.